Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Diese Gabel, was auch immer das sein soll, hat einen neuen Text für uns, weil wir es in meisten Leveln geschafft haben, einen guten Rang zu bekommen. Also bei den Bossen, nicht bei den normalen Leveln, bei den Bossen einen guten Rang zu bekommen. Und obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, es geht um die Bosse, aber ich bin mir nicht sicher, weil die Schildkröte hat ja auch eine Pacifist-Quest für uns und ja, es würde keinen Sinn machen, beides reinzubringen, also das doppelt, quasi doppelt zu machen, ne? Man braucht dann ja nur den P-Rang und dann kann man beide ansprechen. Aber ich glaube, er meint die Bosse. Wie auch immer. Bei den Sternen, ihr habt's tatsächlich geschafft. Ihr seid wirklich top. Jetzt könnt ihr die Welt wie ich sehen. Meine lieben Freunde, ihr habt gerade einen tollen Bonus erhalten. Im Optionsmenü erwartet euch ein neuer Ansichtsmodus. Yo. Und genau den wollen wir jetzt auch mal austesten. Ich glaube, es geht... Ja, genau. Der Farbfilm, den haben wir nämlich jetzt freigeschaltet. Was ist das für ein Unterschied? Die Farben wirken ein bisschen wärmer, ne? Ja. Ja, komm. Machen wir zum Abschluss mal den Farbfilm rein. Hä? Das ist jetzt rot. Hatte ich da nicht gelb? Hä? Okay. Gelb kann nicht dargestellt werden von Farbfilm oder was? Hm. Interessant. Gut, dann, hier, da ist nochmal eine gelbe Tür. Würde ich das kurz austesten. Ne, das ist auch eher so bräunlich. Okay, interessant. Ja, gut, komm. Dann machen wir einen Filter aus. Ich möchte schon alles vernünftig sehen können. Gut, damit geht's jetzt zum Teufel in ein Höllenspaß. Oh, wen haben wir denn da? Ihr habt nicht nur meinen unnützen Schergenkönig Würfel versohlt, sondern ihr habt auch meine Seelenverträge. Jetzt schließt euch mir an! Nö. Ihr fallt mir also in den Rücken, was? Ich werde euch leeren Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst! Ja, dann zeig, was du kannst. Und ich habe immer noch den HP-Bonus. Okay. Oh, was? Oh, nein. Ah, nein. Ich habe mich in die Ecke drängen lassen. Ja, guck mal. Guck mal, kriegen wir hin. Ich kenne ziemlich viele Moves noch von ihm. Ich glaube, er hat auch so ein... Oh, scheiße. Ah, kacke. Genau, er hat noch diesen Drachenkopf oder was das ist. Und ja, ich werde es wahrscheinlich neu starten müssen hier. Aber ich probiere es erstmal noch weiter. Scheiße. Ja, ich wollte halt probieren, da dann zur Seite zu gehen. Was eine Sau. Wollte probieren, da zur Seite zu gehen. Weil ich glaube... Ah, nee, das ist doch die Flamme, die einen Schaden macht. Ja, okay, aber trotzdem, wenn er das macht, gehe ich zur Seite. Ach, komm schon, Mann. Er hat das doch eben viel früher gemacht mit den Armen. Ist das jetzt schon wieder? Er kommt jetzt von... Da, okay. Hä? Wie soll man den denn ausweichen? Moment mal. Ach so. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Scheiße. Und jetzt ducken. Genau. Kann man sich generell ducken in der Phase?
Das wäre noch interessant. Ja, okay. Ja, schön. Ja, kriegen wir hin, komm. Phase vorbei, sehr gut. Ja, okay, schön. Dieses Mal auch vernünftig ausgewichen. Jetzt an die Seite gehen. Jawohl, hier den Parry abholen. Und weiter draufballern. Ach komm, das ist doch kacke da. Mann, ey. Dieser Schlangenkopf ist echt kacke. Ja, ich hätte parieren sollen. Selbst schuld. Oh, jetzt macht er beide Aktionen auf einmal. Was ein Scheiß. Ja. Ja, bringt nicht viel. Ich wollte auf Jäger wechseln, aber wenn er halt nicht am Bildschirm ist, dann kann man es vergessen. Oh, Moment. Ja, doch. Der Geist ist mega gut jetzt. Ja, der hat richtig reingeböllert. Aber ja, jetzt bin ich sowieso down. Oh, und jetzt wäre er in der nächsten Phase gewesen. Wie viel Leben hat er denn? Was zum Teufel? Im wahrsten Sinne. Oh, okay. Neue Phase. Die ich fast unbeschadet überlebt hätte. Schade. Jawohl. So weicht man im Kack aus. Oh nee, nicht schon wieder das. Ich glaube, da auch nicht in die Ecke drängen lassen tatsächlich, oder? Weil die, diese Flammen, die drehen sich ja nicht. Die bewegen sich ja erst dann, wenn man, wenn die halt zu einem fliegen. Also alle nacheinander. Ah, komm schon, Mann. Muss man da überhaupt springen? Oder reicht es sich da zu ducken? Ja, okay, schön. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll. Weil die Hitbox ist irgendwie ganz, ganz komisch. Nein, in einem schlechten Moment jetzt aktiviert. Ja, aber trotzdem ziemlich gut gemacht von mir. Ich finde trotzdem echt gut gemacht. Komm, jetzt nächste Phase. Sehr schön. Runter da. Bevor wir verbrannt werden. Na, scheiße. Was? Oh, die Bombe. Ja, direkt parryen. Schön. Ach, komm schon, Mann. Sie wollte nicht. Die Kackbombe wollte sich nicht parryen lassen. Ah, schade. Mhm. Ja, die fliegen gut. Die fliegen gut. Sehr schön. Und in der Phase können wir ihm auch echt gut Damage machen noch, ne? Das darf ich halt auch nicht vergessen. Wenn die Bälle dann geflogen sind, muss ich am besten in die Mitte, um ihm dann Damage zu machen. Ich
wenn man dasht, kann man nicht weiterschießen. Okay, ist auch gut zu wissen. Scheiße. Muss mich da echt vielleicht einfach ducken. Wäre ganz cool, wenn er es nochmal machen könnte. Ach, komm schon. Jetzt hat der Idiot das verdeckt. Jawohl. Schön. Boah. Krass ausgewichen. Kann ich mich ducken? Nein. Okay, dann weiß ich es aber zumindest. Dann probieren wir das Ganze nochmal hier. Und springen dann einfach. Ja, komm. Die Phase ist langweilig. Gut. Oh mein Gott, war es knapp. Boah, war das knapp. Ausgewichen. Nein. Ja, genau, den Parry habe ich, aber ich wurde leider getroffen. Scheiße. Kommt von da, okay. Nein, warum springe ich? Ja, wegen einem kleinen kack-lilanen Vieh. Habe ich mich jetzt verwirren lassen. Komm, nächste Phase. Au. Ach ja, kein Bock mehr. Wir hätten es fast in die nächste Phase geschafft. Aber halt auch nur fast. Das ist leider echt schwer, erstmal in die Phase zu kommen. Ab da. Jawohl. Schön. Und gar nicht auf den drauf schießen, sondern ihm einfach nur ausweichen. Scheiße. Okay, schön. Jawohl, guck mal. Warum gehen die Flammen denn nicht weg? Ja, die despawnen leider nicht. Schade. Habe ich voll vergessen. Ich dachte, die würden despawnen. Okay, fliegen alle nach außen. Ja, wenn er getroffen wird, werden die Arme leider echt stark verzögert. Das ist kacke. Das war jetzt richtig kacke. Aber gut. Nächste Phase wieder mit 2 HP. Ja, schön. Die Bombe direkt weggemacht. Nein, flieg doch weg, bitte. Huh? Alter, ist der Radius groß. Ich würde mich auch fragen, ob die Bombe... einem Damage machen kann, wenn man gegen sie springt. Weil wenn nicht, wäre das Parry natürlich leichter. So. Jawohl. Ja, komm. Vorbei jetzt. Ah, Alter. Dachte, es wäre schon vorbei, aber nein. Jetzt ist vorbei mit der Phase. Ich muss auch die ganze Zeit hochspringen, sonst mache ich ihm nicht vernünftig Damage. Okay, schön. Jawohl. Und jetzt die Ulti aktivieren. Nochmal der, okay.
Ja, kriege ich aber hin. Kriege ich hin. Komm, nächste Phase. Nächste Phase, jawoll. 5 HP. 5 HP. Komm, kriegen wir doch wohl hin, oder nicht? Okay, schön. Das fliegt weg. Ja, komm. Easy. Hau ab. Ah. Alter, ist das crazy? Hau ab da! Glaube, letzte Phase. Das war's. Und ich habe direkt 2 Achievements bekommen. Aber das war auch ein richtig guter Fight, ne? Haben wir die Zeit? Ja, wir haben sogar die Zeit. Wir haben... Ja, okay, die Parries nicht. Aber trotzdem, für einen A-Rang reicht es. Krass. Und das beim Teufel höchstpersönlich. Aber ich finde trotzdem, die erste Phase ist am schwierigsten. Die Brüder hatten den Dämon besiegt und ihn gezwungen, sich zu ergeben. Wir nehmen deine Kapitulation zwar an, Teufel, lachte Tassilo, aber wir sind noch nicht fertig. Und damit vernichteten Tassilo und Podkop alle Seelenverträge und befreiten die Bewohner der Tintenfassinsel aus der ewigen Sklaverei des Teufels. Ich kann's kaum erwarten, das allen zu erzählen, sagte Tassilo. Sie machten sich schleunigst auf den Heimweg. Los, wer als letzter zu Hause ist, hat einen Sprung, stichelte Podkop, während sie liefen. Als sie zu Hause angekommen waren, trommelten sie alle zusammen. Ihr habt keine Schulden mehr beim Teufel, verkündete Tassilo. Und dieser Fiesling wird uns nie wieder behelligen, fügte Podkop hinzu. Opa Kessel sprudelte vor Stolz buchstäblich über, als alle zu jubeln begannen. Tassilo und Podkop leben hoch! Hip hip hurra, hip hip hurra! Und als das Freudenfest begann, versprachen die Brüder, sich niemals wieder Ärger aufzuhalten. Und daran hielten sie sich auch. Zumindest bis zum nächsten Mal. Aber das ist eine andere Geschichte. In der Tat, das ist tatsächlich eine andere Geschichte. The End. Und damit endet Cuphead. Zumindest das Basisspiel. Denn our sincere appreciation to the members of our team, whose loyalty and creative endeavor have made it possible, bla bla bla. Ja, war ein geiles Game. Ich bin froh, dass ich es nochmal let's played habe. Ich wollte es nämlich schon sehr lange nochmal spielen, auch... Ja, die ganzen Achievements holen, alles auf Pacifist spielen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, das hier jetzt festgehalten zu haben, ist schon richtig, richtig geil. Jo. Und damit müsste ich auch schon zur Bewertung gehen. Ich gebe dem Spiel eine 90. Sagen wir eine 90. Ich finde das geil. Ich finde dieses extrem schwere Fighten echt geil. Also das Spiel findet einfach eine richtig gute Mischung zwischen extrem schwer, aber trotzdem noch fair. Weil es gibt zwar auch Spiele, die sind... Oder vor allem auch Hacks. Die sind ziemlich unfair. Ziemlich schwer. Aber dafür halt auch unfair. Also diese, hier zum Beispiel Kaizo. Kaizo-Level, so Dark Souls-like Spiele, die sollen halt unfair sein. Die sollen so richtig extrem schwer sein, dass sie... sich anfühlen, als wären sie unfair. So.
Und wenn du halt einen Fehler machst, wird das nicht vergeben. Aber bei diesem Spiel hat man eine echt gute Mischung gefunden. Man kann das Spiel zwar relativ leicht durchspielen, würde ich sagen, wenn man hier die Extra-Herzen nimmt. Aber man kriegt dann halt keinen guten Rang, wenn man sich zu blöd anstellt. Ja, und das finde ich einfach mega cool, dass das Spiel so schwer, so extrem schwer, aber trotzdem gleichzeitig noch fair ist. Finde ich einfach nice. Und ja, den DLC möchte ich auch noch spielen. Ich weiß nicht, wann ich das mache, aber ich denke, ich werde es in naher Zukunft machen. Aber ich möchte auch nochmal zwischen den Spielen durchwechseln. Ich möchte Kirby weiterspielen. Ich möchte auch irgendwann noch Hyrule Warriors zu Ende bringen. Ist zwar jetzt schon sehr lange her, aber ich möchte das einfach fertig kriegen. Ich möchte das nicht offen lassen. Ja, was gab's da noch? Mario Strikers, ja, natürlich, Mario Strikers muss ich auch noch zu Ende spielen. Boah. So viel zu tun. Und trotzdem so wenig Zeit dafür. That's all there is. There isn't any more. Or is there? Geil. Da hat man früher schon die quasi Ankündigung bekommen, dass es noch ein DLC gibt. Und da wollte ich jetzt auch direkt reinschauen. Also nicht direkt beginnen jetzt hier in dem Part, sondern ich wollte jetzt mal gucken, wie sieht das aus, wenn man hier drauf drückt. Der Cuphead DLC, eine brandneue Insel erwartet dich. Okay, Shop, öffnet sich Steam. Okay, dann werde ich das Ding mal kaufen. Und bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, willkommen zu Cuphead in the Dish. Wenn es heißt, willkommen zu Cuphead in the Delicious Last Course. Meine Fresse, nochmal zum Ende verkackt. Das Gerede. Oh, scheiß drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price.